Kann sich noch jemand an gestern Abend erinnern? Ja, WD40. Ich kann mich wieder erinnern. Also Story soll 9,5 sein. Bei fast 8. Gerade bei Kapitel 2 abgeschlossen, okay. Wenn es nur 3 hat, dann bist du schon weit. Wenn es 8 hat, dann nicht so. Aber solange es Spaß macht und man in seinem Tempo spielt und wenn man dann 20 Stunden braucht, ist das noch viel besser. Weil ich etwas Rostiges lösen muss. Heute ist das Spiel auch besonders laut irgendwie. Ich kann übrigens den Jet Set Sound bei TikTok nicht mehr benutzen, weil ich jetzt ein Business-Profil auf TikTok habe. Ich kann die ganze trashige Musik nicht mehr benutzen. Ich weiß nicht, ob das so im Nachhinein so produktiv oder so klug gewesen ist. Ne, salut. Was war? Fleur muss kurz warten, Lizzie gibt gerade den Beat. Okay, Gesundheit. So, wir haben ja das Wii 40. So heißt das nämlich in Kanada. Guck mal, der schläft. Der blöde Drecksack. Ich bin wieder auf der falschen Seite. Wir müssen nach unten, ne? Was habt ihr denn so heute sonst so erlebt? Fleur hat heute ein wenig Videospiele gespielt. Schweinsmann war ein bisschen unterwegs und hat sich... Da fliegt der gruselige Pummelgeist! Alles gut. Wir haben kleinen Kindern dabei zugeguckt, wie ihnen erklärt wird, dass wenn sie vom Balkon fallen, tot sind und dann alles aus ihnen rauskommt. Deine Kita-Viren gezüchtet, das klingt ziemlich uncool. Weil alle Kinder aktuell irgendwie immer krank sind. Gefühlt, gehört. Guck mal, das sieht wieder richtig gut aus da oben. Wir sind hier nicht in Luigi's Mansion, wir sind in Kanada. Okay, wir haben das jetzt ordentlich geschmiert und jetzt wird gekloppt hier. One Hit. So, Pumpgun am Start. Rein. Ich habe mich nur um den Medkonsum von gestern Abend erholt und Nachmittag Demon Slayer weitergeschaut. 3 Folgen fehlen noch. Nichte ja über Nacht da gehabt und dann war meine andere Schwester heute Morgen noch spontan mit ihren Kindern da. Klingt spaßig. Deine sind jetzt die Kleine wieder putzmunter, dafür hast du es jetzt. Ja, schön. Mein Hintergrund sieht so regenbogig aus. Ja, wir haben aktuell alle Farben nun.
Witcher Anime kann man auf jeden Fall sehr gut gucken. Also ist sehr gut. Auch vom Stil her, Musik, Bild. Mega nice. Meine sind wieder putzmunter. Ja, wie bei meiner Schwester. Die beiden Löden Boys sind auch wieder fit. Dafür ist meine Schwester jetzt irgendwie im 9. Monat, kurz vor Entbindung, mit Kindergarten, Viren, Grippen, tot im Bett. So, was haben wir hier unten? Blut aus Rohren. Also das mit den schreienden Babys ist jetzt nicht so toll. Und du bleibst liegen, gefälligst. Ja, das macht Spaß. Zum Schluss kann man ohne Erkältung kaum atmen. Oh. Da ist nichts. Ein Skelett siamesischer Zwillinge am Kopf zusammengewachsen. Ja, auf jeden Fall anschauen, ist sehr cool. Was soll der Scheiß hier? Wer macht sowas? Das ist nicht cool. Scheint fast so, als ob es nach der Puppe greift. Ne, wir gehen jetzt einfach. Das ist mir hier zu gruselig alles. Wir gehen jetzt einfach weiter hier den dunklen Gang lang. Der ist mir zu nah. Die einzig sinnvolle Waffe ist halt auch einfach die Schrotflinte, sonst treffen die uns halt immer irgendwie. Wenn wir nie eine richtige Sicht auf die Feinde haben, um auf die zu schießen. Liegen bleiben, Rollstuhl, Rollo, Roland, Ralf, Richard. Sheesh. Ah, da sind wieder Porträts an der Wand. Was zum Teufel? Was für ein Krankenhaus ist das? Ein kanadisches. Aber ist schon eine Weile stillgelegt, das Ding hier. Die haben hier ein bisschen komische Experimente gemacht, der Arzt und dem seinem Vater. Beziehungsweise hauptsächlich dem seinem Vater. Die haben dann irgendwie versucht, Zwillinge zu züchten, um aus denen irgendwie irgendwas zu machen. Welcher Anime, Schweinsmann? Ein Ölgemälde eines Erzengels, der eine Waffe schwingt. Und dem Teufel voll in den Sack tritt.
Wieder Zwillingsengel. Ja, die bauen auch nochmal hier wahrscheinlich erstmal so ein Tatortreiniger-Team. Ich habe bei TikTok auch so einen Tatortreiniger gefunden. Der filmt halt einfach so ein bisschen sein Daily Work bei so, wenn er Tatorte reinigt. Weil du bist ja jetzt Innenarchitektin. Du kannst ja jetzt einfach nach den Sims-Erfahrungen nach Kanada in dieses Krankenhaus einmal hier einen Overhaul machen. Komplettes Hospital Makeover. Okay, das ist okay. Da, wo es moralisch bla bla bla, ja, das ist doch noch nichts. Okay, wir haben alle Tagebücher von Maria gefunden. William, Sie haben die Mädchen geholt. Vater gab mir ein Sedativum in meinen Drink, aber ich bemerkte es vor dem Runterschlucken. Ich ließ ihn glauben, dass ich fest schlafe und stand dann auf und ging in Richtung des Besprechungsraums, wo Licht unter der Tür hervorschimmerte. Ich presste mein Ohr an das Metall und konnte Vater im Gespräch mit anderen hören. Es ist alles für das Ritual bereit. Die Wildburger-Mädchen wurden zum Tempel gebracht, hörte ich eine mir unbekannte Stimme sagen. Perfekt, wenn alles nach Plan verläuft, werde ich der nächste Anführer der Pollocks-Gemeinschaft sein. Und gemeinsam werden wir unseren Erlöser zurück in die Welt bringen, antwortete mein Vater. Anschließend begeben sie sich in Richtung Mausoleum. Ich muss meine Mädchen retten. Ich hoffe, du kannst mir vergeben, wenn ich nicht mit ihnen zurückkehre. Ich weiß, dass du tun wirst, was richtig ist. Okay. Ja, ist genauso wie diese Ich spuck auf dein Grab Filme, wie die anfangen, das ist auch ja too much. Ein weiterer Erzengel, der ein Schwert schwingt. Wir haben uns beide gegenseitig hart ins Gesicht gehittet. Okay, ich sehe ihn wieder nicht. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Okay, jetzt kommt er. Okay. Nee, Elfenlied ist ja nochmal anders. Okay. Ein Uhrenrätsel. Alles klar. Mit Datum und Uhrzeit. Jetzt wissen wir schon mal, wonach wir suchen müssen. Hey, unangenehm. Schön ins Zwerchfell gepiekst. Der Tag unserer Erlösung ist endlich gekommen. Okay, das ist aber ein Foto von der Geburt Christi. Wie fesch er sich da oben einfach auf der Kuh abstützt. Ja, so ziemlich alles andere an Rätselarten hatten wir schon durch. Nein, 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 hier ist der Pummelgeist.
Also ich war ja quasi schon überall. Ich muss die Antwort dafür haben. Ich gehe ganz stark davon aus. In das Tagebuch. Only Board, hallo jeden. So. So was Krasses passiert bisher nicht. Okay, jetzt müssen wir einen Hinweis für die Datum, Uhrzeit. Die eine besagte gestorben ist. Ach so, das ist jetzt ein anderes Thema. Also ein Tipp für den Fundort der Uhrzeit und des Datums würde ich annehmen. Wow, danke. Deswegen leuchten die Waffen auch so. Deswegen sind die Schwerter und die Waffen unterschiedlich lang. Müsste der ja schon bei der 24. Dezember sein? Der verläuft so. Der so. Ja, das sieht richtig aus. Und der Stair auf die 5 geht, der lange Lulatsch. Und das könnte 9, 11 sein. Nee, gar nicht. 8 sein. Könnte auch der andere drunter sein. Also 7. Das ist definitiv 3.
Nee. Nee. Das macht keinen Sinn. Du vielleicht der Speer? Ist er ja gleich lang. Ja, die Breite der Schwerter, das dachte ich eigentlich, macht, bedeutet die Zeiger. Okay, versuchen wir den nochmal auf die 8 zu tun. Speerdünster als Sekunde, ja. Der dünnste auf der 8. Die Sekunde ist aber 5. Genau, habe ich ja. Der Stundenzeiger ist ja jetzt auf 7 oder 8. Bzw. 8. Minute habe ich auf 3, ja. Und Sekunde auf 5. Sagen wir mal 25. Dezember. Okay, der 25. Dezember. Weil ist ja in der Nacht geboren, ne? Blödes Kind. So, jetzt muss ich wieder rüber ins Büro, ne? Komischer Kuckuck, ja. Der Kuckuck war ein Babyarm mit Apfel, mit Auge in der Hand. America! Okay, ich kann auch so zurück. Nee, wir gehen den normalen Weg zurück. Nicht durch gruselige Silent Hill Welt. Sollen wir das Auge lieber selber einsetzen? Weiß ja nicht. Das ist bestimmt ganz schmuddelig und staubig. Da hole ich mir noch eine Infektion, wenn ich mir das jetzt in den Kopf stecke. So, hier fliegt doch bestimmt wieder irgendwo der Pummelgeist rum, oder? Okay, oder auch nicht. Jesse, einen schönen guten Nacht, schlaf gut und schöne Stadt und gute Besserung in die Woche.
Und eine gute Besserung in die Woche rein. Oder so. Okidoki. Hoch ins Büro. Ja, aber die ticken da ja auch alle nicht mehr ganz sauber. Also ich will meinem Auge nicht einfach mal so rausholen. Ich glaube, das funktioniert doch gar nicht so gut. Pummelgeist! Ich frage mich, wie ich das da reinkriege. Gut, ist einfach drin. Och nee, nicht sowas. Nein, im Schweinsmann, im Deutschen wird der Plan entführt. Das kriege ich niemals raus. Da ist mein Musik und... Vor allem, wir haben gerade jetzt den Spielsound und die... Okay, nun trifft die richtigen Noten. Genau. Ist klar. Was denken die sich eigentlich? Werde ich nicht hinkriegen. Es kann snicken, das dürft ihr mir gerne vorsagen. Never würde ich das hinkriegen. Es gibt überhaupt keinen Hinweis dazu, welche es richtig sind und welche nicht. Das ist... Warum tun die einen das an? Thank you.
Ja, das ist der Doc. Der vergiftet wurde hier. Von wem nur? Okay, ist hier Bleiche? Aloe Vera oder was ist da? Aqua Blue. Hm. Okay, von hier habe ich keine Karte. Dahin sind rote Lichter. GG easy, first try, zero death. Tagebuch eines Kindes. Dank dieses Fremden konnte ich aus meiner Zelle entkommen. Ich verstecke mich so gut wie möglich in der Villa, aber Großvater und die Männer in den Anzügen fanden mich erneut. Diesmal brachten sie mich zu den Kanälen unter der Familiengruft. Er sagte mir, dass ich nicht entkommen könnte, egal wie viel ich schreien und betteln würde. Dann schloss er die Tür und ging. Zum Glück bemerkte er das Feuerzeug und die Taschenlampe nicht, die ich aus der Villa mitgenommen hatte. Ich habe einen Raum gefunden, der nach Schlafzimmer aussieht. Es gibt ein schmuddeliges Bett, Strom und sogar einen funktionierenden Fernseher. Da sind auch Kisten mit Essen und ein Rohr, das Trinkwasser von oben herabführt. Aber dieser fürchterliche Geruch erinnert mich an den Mann im Anzug, der meine Mutter schlug, bevor sie uns von den Metallkreuzen befreiten. Seit meinem letzten Eintrag sind 7 Jahre vergangen. Der Fernseher, der nur lokale Sender empfängt, ist das Einzige, was mich davon abgehalten hat, verrückt zu werden. Manchmal frage ich mich, warum ich immer noch am Leben hänge. Auf meiner Haut haben sich Blasen gebildet. Ich fühle ein Brennen. Mit jedem weiteren Tag verliere ich mehr Appetit. Während das Erbrechen immer schlimmer wird, irgendetwas ergreift Besitz von mir. Etwas Böses. Nachts höre ich die Geräusche, klirrendes Metall hinter der Tür, die zum Untergrundtempel führt. Nach all den Jahren kann ich bei diesem Klängen immer noch nicht einschlafen. Ja, Arztbesuch wird schwierig. 7 Jahre in so einem. Aber das klingt auch ein bisschen nach dem Pummelgeist, der mich da verfolgt hat. Das wäre ja nicht so toll, dass das Girl, was wir da befreit haben, der Pummelgeist wurde. Hinlegen, Großer. Hallo, ich hab doch auf die Schieße gezielt. Anni, Hallöchen. Wie geht's? Oh, ich hab doch auf Schießen gezielt, ja. Fast richtig. Oh. ID-Card. Wildberger Hospital. Bertram Wildberger, Director. Das ist doch der Vater von dem Dingsarzt gewesen. Anni, ich hoffe, es geht gut. Wisst ihr, ist ja jetzt Urlaub angesagt, ne? Tagebuch von Bertram Wildberger. 1927, ich habe endlich den Sinn meines Lebens gefunden. Ich fand die Wahrheit in diesem Buch und empfing sie aus der Hand des Schöpfers. Im Moment stehe ich im heiligen Tempel, in Gegenwart eines Gottes, der auf seine Wiedergeburt wartet, kann ich mein Schicksal klar erkennen. Ich werde mein Leben der Wiedergeburt der Gemeinschaft von Pollux widmen.
Gemeinsam werden wir unseren Erlöser zurückbringen, damit er das Licht in diese sündhafte Welt zurückbringt. Ja, cool. Irgendein Satanistenkult hier am Start.